Liquid Democracy ist in erster Linie mal eine Idee, wie man Politik neu gestalten kann. Also wie kommen wir davon weg, dass wir als Bürger nur alle paar Jahre jemanden wählen können, eine Partei wählen können oder eine Person wählen können, die uns dann pauschal für alle unsere Belange vertritt. Die Idee von Liquid Democracy ist, dass man Politik wieder mehr ins Leben einfließen lässt. Also dass man sagt, momentan interessieren mich diese zwei, drei Themen, dann engagiere ich mich auch zu diesen Themen und mir steht es aber frei, in welchem Maß ich das machen möchte. Also möchte ich ja zum Beispiel nur, wie es im direktdemokratischen Verfahren bekannt ist, meine Stimme für eine Initiative abgeben, für eine Gesetzesvorgabe. Oder möchte ich vielleicht auch mich selbst stark einbringen, weil ich dort selbst engagiert bin. Ich bin gerade zum Beispiel in der Hochschulpolitik aktiv an der Uni und ich möchte jetzt mich dort ganz aktiv selbst mit einbringen, aber auch die Möglichkeit zu haben, ich finde dieses Thema total wichtig, ich weiß aber selbst nicht ganz genau, wie man das gut umsetzen könnte und ich kenne aber jemanden, der das toll macht. Also hier gebe ich jetzt in einem Teilbereich meine Stimme einer anderen Person, die das dann für mich macht. Und da haben wir einfach heute, dadurch, dass wir das Internet haben, dass wir Computer haben, ganz neue Möglichkeiten, die früher nicht denkbar waren. Wir können das heute einfach managen. Wir müssen nicht mehr Postkutschen nach Berlin schicken, alle vier Jahre, sondern wir können Abstimmungen in Echtzeit machen und zu jedem Thema. Und das gibt uns unheimlich viele spannende neue Möglichkeiten, wo wir gerade alle am Ausprobieren sind, was wir damit machen können.